willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelderland. So, Neumi. Jo. Was kostet? 1400. Alter, jetzt sieht mir alles Geld aus der Tasche, ey. Aber ohne Moos nichts los, ne? 1400. Ja, genau. Habe ich beauftragt. Dankeschön. Danke auch und guck dir meine Finanzen an, ob das hinhaut. Das wäre wichtig, noch die Woche zu wissen, dass ich noch bestellen kann. Ja, also ich denke schon, aber... Ja, wie gesagt, es geht ja dann schneller voran. Ich habe im Moment viel Paletten und Zeug auf Lager, aber das will noch keiner haben. Ich hoffe mal, dass mit der Subventionierung der Fabriken geht es dann auch ein bisschen schneller. Ja, Bedarf ist. Denke ich schon. Okay, danke, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ach, so. Soweit erstmal alles geklärt. Weil mir jetzt gerade auffällt, jetzt aktuell 500.000 zu wenig. Ich muss erst die Gerste verkaufen. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich erstmal los tigern zum Jürgen, da mein Drescher holen. Und dann, also sein Drescher holen. Da haben wir ja die Vereinbarung getroffen vor ein paar Wochen. Und dann anfangen zu ernten, dass ich da zeitlich hinkomme. Hoffentlich bringt er mir wirklich tatsächlich den Dinger noch zurück. Den Häcksler. Das ist sehr wichtig. Das Gute ist, ich kann dann beide Felder von mir gleichzeitig anpflanzen. Das Pachtfeld und mein eigenes dann noch. Das ist gar nicht mehr so schlecht. War er auf dem Feld unterwegs, der Jürgen. Muss er noch gucken, ich brauche auch noch einen Traktor am Feld. Ja. Gleich mal heimlatschen dann noch. Ja, wobei ich werde wahrscheinlich erst den Drescher voll machen. Dann heimfahren, den Anhänger holen, den Johnny mit Anhänger wahrscheinlich. Volker, hallo? Moin. Hi. Wie viel Prozent darf man jetzt auf seine Marge machen? Wieso? Müller meinte, man darf bis zu 50% auf seinen Gewinn, also Gewinn aufs Zeug machen. Nee. Wie kommt er darauf? Der hat gerade... eben ein Angebot vom Teleskoplader gemacht. Ja, 137.000
und meinte, ja, ich darf ja bis zu 50% da drauf geben. Habe ich gesagt, ich gebe ihm maximal 111.000. Und dann meinte er noch am Ende, wollte er mich wahrscheinlich auch noch mal kurz übers Ohr ziehen, weil ich habe das so gerechnet, dass die Steuern sind dann natürlich schon mit drin, ne? Mhm. Und er so, ja, dann kriege ich 9.000 von Ihnen und ist so, okay, überweise ich Ihnen jetzt gleich. So, da meinte er aber, überweisen Sie dann bitte noch 9.000 an die Stadt für die Steuern. Und ich so, nee, Herr Müller, 111.000 war das Angebot und da sind die Steuern mit drin. Ja, und ich überweise ja auch nur an ihn. Ich muss ja nicht seine Steuern überweisen. Nee, du überweisest an ihn, er muss ja die Steuern zahlen. Genau, hat er gesagt, ja, das ist weniger Papierkram für mich. Ja, ja, und dann kann er... Dann hab ich mehr Papierkram oder was? Du kannst ja machen und dann sagst du ihm, kreidest ihn an bei der Gemeinde, dass er die Steuern nicht bezahlt hat, weil er hat ja keinen Nachweis, weißt du? Darum geht's ja auch. Ja, ich hab dem jetzt die 9.000 überwiesen und Punkt. Ja, klar, läuft alles über ihn. Aber 50% darf man jetzt nicht da drauf geben, nee, oder? Nee, 50% ist Wucher, das würde ich anzeigen. Das ist ja sonst wie hoch. Ruf mal die Polizisten an. Also, das ist Wucher. Der Teleskop da so an sich kostet 97.200. Hm. Und er muss da irgendwie, keine Ahnung, bestimmt für 30% oder was drauf gepackt haben. Frag ihn doch, der muss dir das doch ausstellen können. Der hat 30% plus Steuern gemacht. Der muss das ausführen in seiner Rechnung. Ich habe mir das auch vorhin... Die habe ich ja noch nicht mal bekommen. Ja, kriegst ja auch erstens nach Kaufabschluss die Rechnung. Der ist ja schon da. Ach so. Das Ding ist ja schon da. Das war ja eine Sonderbestellung, weil, ja, ich musste da wie jemanden bergen, da hat aber die Feuerwehr den die Brücke runtergeschmissen. Hm. Die Helden, ey. Ja. Ja, dann mach ihm hin, dass die Rechnung fehlt und dann, wenn da tatsächlich, also 30% ist auf jeden Fall Wucher. Das ja, kannst, weil das am kannst du anzeigen. Der kostet halt 97.200 und er hat mir ein Angebot für waren jetzt, ich glaube, 132.000 und da musst du irgendwas mit 30% mit Steuern inklusive schon gerechnet haben, weil da kommst du auf 126.000, da muss ja sogar noch ein bisschen mehr gewesen sein. Da ist ja Wucher. Ja, wahrscheinlich hat er 25% Gewinn drauf gehabt. Ja, das ist Wucher. Rechne doch einfach mal 97 mal 1,25, nee, doch, nee, 1,35 mit den 10% Steuern. Plus... Mal 97,5 mal 1,35. Ja, er hat 35% mit Steuern da drauf gepackt. Also ist 25% seine Marge. Das ist ja Wucher. Ja, das würde ich schon mal anzeigen. Aber brauchst natürlich vorher die Rechnung. Ja gut, das ist jetzt natürlich, ich habe den ja runtergehandelt, ne? Aber ich lass mir die Rechnung trotzdem mal hier anfordern. Wie nachträglich runtergehandelt oder was? Er hat mir das Angebot ja für diese 132.000. Ich gebe ihm maximal dafür 111.000. Mhm. Und dann hat er ja gesagt, okay, machen wir so. Und dann muss ich nur noch 9.000 an ihn überweisen. Dann war das fertig. Okay. Das Kobler da mit Palettengabel. Aber der hat ja vorher wie viel Prozent da drauf gepackt, ey. Ja, ich meine, rechtlich gesehen hat er dann aber keinen Wucher gemacht. Also er hat es probiert, aber... Ja, ja, aber er hat es schon versucht. Aber ich lasse mir die Rechnung trotzdem mal ausstellen. Hätte er jetzt am Ende das mit den Steuern da drauf überweist, weißt du? Ja, wenn er das nicht macht, dann hat er Steuerhinterziehung. Ja, ich lasse mir mal eine Rechnung ausstellen. Ja, mach das. Okay. Gut. Tschüssi. Bis dann mal. Tschö. Tschö. So, warte mal, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob Stroblage an ist. Ah jo. Gut, dann die Gerste vom Feld. Gab mal ein Foto für Social Media, wie immer.
bin ich ja ganz froh, dass ich beim Händler so gut weggekommen bin. Also ich habe ja, was habe ich, 580? Da hat er mir ja nur 50.000, ja, unter 30.000 Marge berechnet. Also da ist er deutlich runtergegangen, nur 6-7% Marge. Folge war ohne, hallo? Schönen guten Abend, Vin Diesel hier. Hallo? Ja, Vin Diesel hier vom Schweinebauer, vom Schweinehof. Ich kenne Sie gar nicht. Wo haben Sie meine Nummer her? Die hat mir der Herr Neumann gegeben. Ah, okay. Ja, ja, okay, dann passt er. Aber ich kenne Sie gar nicht. Sind Sie neu oder wie? Ja, ich bin der, der den Schweinehof jetzt übernommen hat und wieder aufwirtschaften will. Ah, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja, und zwar hatte ich in den Nachrichten reingeschrieben, dass ich alle Gemeindemitglieder heute Abend auf ein kaltes Bier einlade. Was, Ach, das ist ja nett. Ja. Ich bin nur an der Ernte. Ich weiß nicht, ob ich das... wie viel Uhr denn? 20 Uhr hatte ich extra reingeschrieben. Okay. Ja, das ist gut, dass Sie mich anrufen, weil Nachrichten gucke ich nicht so oft. Da ja, darum, der Herr Neumann hat mir Ihre Nummer extra gegeben, damit ich Sie mal anrufen kann, um zu fragen. Weil er fragte mich, weiß denn der Herr Varuna schon? Ich so, nee, das weiß er eben noch nicht. Mhm. Ja, ich werde gucken, dass ich vorbeikomme. 20 Uhr. Okay. Ich mal gucken, wie weit ich dann mit der Ernte bin. Ansonsten sagen Sie Bescheid, dann komme ich Ihnen helfen mit dem Abfahren. Das könnten Sie direkt machen. Ich bin jetzt gerade am Vorgewinde, also. Ja, ich muss aber gerade eben noch meinen Steier zum Herr Neumann, Herr Müller, den Stefan Müllern bringen, weil seiner ist total schaden, sein Schlepper. Oh nee. Weil er hat nicht aufgepasst und ist in den Fluss reingescheppert. Und jetzt braucht er halt noch einen Trecker mit Frontladerkonsole. Da habe ich denen gesagt, ich habe hier noch einen vom Kuhbauer stehen, den ich in Ratenzahlungen abzahle. Mhm. Apropos Kuhbauer, den müsste ich gleich auch nochmal anrufen. Die sind die Woche nicht da. Also ja, weil ich nämlich noch fragen müsste, wie hoch die Ratenzahlung ist. Mhm. Weil ich weiß ja nicht, was der Vorbesitzer hier gemacht hat, was er für einen Preis vereinbart hat mit dem Rinderbauern. Ja, ja. Ja, nee, warten Sie ruhig. Ich guck mal, dass ich mir dann meinen John Deere herhole. Meinen Anhänger. Muss ja sowieso erstmal den Drescher voll kriegen. Okay. Aber 20 Uhr merke ich mir, komme ich vorbei. Okay. Gut, bis später. Jo. Tschüss. Tschüss. Na, das ist ja nett. Das ist ja mal nett. Kann man die Leute gleich mal ein bisschen kennenlernen. So, aber ich muss sagen, Gerste kommt relativ viel runter. Ich bin jetzt schon Vorgewende nicht mal fertig und schon fast befüllt. Das ist gut. Wie gesagt, muss ja nur noch mal kurz rüberlaufen zu meinem Johnny. Und den abholen. Volker Varuna, hallo. Hallo, Trisser hier. Hallo. Wir haben jetzt mal diese Plattform, die ich ja letzte Woche erwähnt hatte, mal irgendwann. Mhm. Haben wir jetzt gekauft. Wo soll ich denn die bei Ihnen hinstellen? Wenn sie vorm Gebäude stehen, dann am besten auf die rechte Seite. Okay, ja, ich hoffe auch, der Herr Müller hat die richtig konfiguriert. Das weiß man nie. Ja, das ist dann die Preisfrage. Sind Sie gerade bei mir unten am Hof schon? Na, ich bin jetzt unterwegs. Achso. Fahren Sie beim Viehhändler vorbei? Da kann ich vorbeifahren. Mit was für einem Fahrzeug sind Sie denn unterwegs? Mit dem JCB. JCB, ja. Da darf ich nicht einsteigen, oder? Haben Sie keinen Platz.
Kommt drauf an, ob der Erfinder, der Herr Baruna, das mit eingebaut hat, der Designer. Ja. Ja, vermute nicht. Okay, gut, dann tschüss erstmal. Ja. Ja, was ist das? Hallo? Hallo! Ah! Fahren Sie lieber ein bisschen auf die Seite, die Polizei kommt gleich vorbei. Oh je. Mit dem habe ich gerade telefoniert. Ach so. Ja, ich habe extra mein Tempomat eingestellt, dass er nicht schneller wie 50 läuft. Ja, das ist gut. Weil aber ich bin vorhin schon mit dem Serum geblitzt worden. Aber passen Sie auf, der müsste hier gleich um die Ecke kommen, also wirklich. Ja, Vorsicht. Ich fahre dann jetzt auch mal weiter. Ich muss noch zum Händler. Jo, viel Erfolg. Tschüss. Danke, tschüss. Das muss wohl der Diesel gewesen sein. Ach, gut, dann laufe ich mal nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.